lange Jahre werden in dieser Werft Buchbetrieb und Chaos herrschen. Tausende Männer und Frauen bauen in Virginia im Hafen von Newport News den neuesten Flugzeugträger der US Navy. Das Baukürzel lautet CVN 77. Der volle Name USS George H.W. Bush. Safety, safety, tag that staging! Alles muss im Eiltempo klappen, denn der Tag der Schiffstaufe steht längst fest. Ich find's spitze. Gutes Geld, gute Arbeit und stolz. Wir schaffen was für unser Land. Ob Schweißer, Kranführer oder Monteur, alle packen an, damit nach dem Werftbau die zweite Bauphase starten kann. Hier die Waffensysteme. Gearbeitet wird bei jedem Wetter. Wir sind eine Fabrik. Einen Moment nicht aufgepasst? Im Nu droht ein Arbeitsunfall und schon klemmt der Zeitplan. Es steht viel auf dem Spiel. Die Navy wartet bereits auf den Flugzeugträger. Der Zeitplan ist äußerst eng. Ein Herbstmorgen, 5:30 und bitterkalt. Die Frühschicht geht an die Arbeit. Die Temperaturen liegen deutlich unter Null. Wer im Freien arbeitet, schützt sich vor der Kälte so gut er kann. Wir schuften im Freien, echte Knochenarbeit. Leicht ist es nicht. Im Trockendock ahnt man allenfalls, welch ungeheure Kriegsmaschine hier Zug um Zug entsteht. Und zwar an 7 Tagen die Woche. Das heißt, an 365 Tagen im Jahr. Die Werft macht keine Pause. Ich muss da rein. Also schweiße ich mir ein Loch. Mike Bonelli ist Schweißer. Auf der Werft gibt es 2 Sorten Schweißer. Solche wie ich machen alles Mögliche. Andere immer nur Nähte. Es braucht beide. Wenn alles drin fertig ist, wird das Loch wieder zugeschweißt. Das übernimmt dann aber ein anderer Schweißer. Rund ums Trockendock erstrecken sich Hallen und Baudocks. Hier entstehen aus Stahlplatten, Rohren und Schotten die Baublöcke des Flugzeugträgers. Dank der Krananlagen der Werft können wir das Schiff in einzelnen Modulen bauen. Scott Stabler, der Leiter des Projekts, sieht täglich vor Ort nach dem Rechten. Bis Schichtende will ich das im Detail hören. Bei Northrop Grumman können immer Dutzende Sektionen zeitgleich gebaut und als fertiges Bauteil ins Trockendock transportiert werden. Jedes Modul ist so groß wie ein Fertighaus. Wir wären gern schon weiter, gemessen daran, wie viel Stahl wir zu verbauen haben. Aber wir müssen das mit den Zulieferungen koordinieren. Unser Arbeitstempo richtet sich danach, wann wir das Material bekommen. Man kann alles ganz schnell zusammenbauen. Dann dreht man Däumchen und nutzt die Kapazitäten nicht. Womit beginnt der Bau eines 4 Milliarden Dollar teuren Flugzeugträgers? Die US Navy lädt zu einer großen Feier. Meine Damen und Herren, begrüßen wir den Präsidenten George Herbert Walker Bush. Im Rahmen einer schlichten Feier in der Werft schreibt Ex-Präsident Bush seine Initialen auf eine Plakette, die am Kiel des Flugzeugträgers befestigt wird. Bis er Medora Bush Cock, der Patin, zur Schiffstaufe anreist, wird es Jahre dauern. Damit ist die Kiellegung dieses Flugzeugträgers ordnungsgemäß erfolgt. Minuten darauf wird das erste Baumodul ins Trockendock gesenkt.
Die 160 Bauteile heißen Superlifts. Sie sind etliche Decks hoch und wiegen bis zu 900 Tonnen. Wir bauen zuerst die Superlifts. So macht man das heute. Man will viel vorgefertigt haben, bevor es ins Dock kommt. Der Rohbau und begonnene Ausbau dieser Rumpfmodule beschleunigen die Fertigstellung um Jahre, bergen aber viele Fehlerquellen. Denn je mehr Menschen an so einem Riesenteil arbeiten, desto sorgfältiger muss alles geprüft werden. Diese Lüftungseinheit wird per Kran zu einem Superlift gebracht, der am Tag darauf ins Trockendock muss. Hey, Cross! Top of his pipe, gotta go aft a lot. Nicht einfach, das Eckige durchs Runde zu bekommen. Aber das Rohr muss passen. Jede Neuanfertigung kostet Zeit. Und Zeit hat man nicht. Down, pull it. Right on, bro. Pull down. Come down, John. Meistens klappt's nicht auf Anhieb, manchmal schon. Muss man ausprobieren. Sieht man erst dann. Ist wie bei einem Handschuh, erstmal reinschlüpfen. Zeit ist Geld und mehr als das. Tausende von Werftarbeitern arbeiten nach einem exakt abgestimmten Zeitplan. Und jede Verzögerung zieht eine zweite und dritte und vierte nach sich. Im riesigen Baudock mit den Werkzeugmaschinen herrscht Dauerstress. Draußen ist es kalt, hier drinnen heiß und höllisch laut. Aber tausende Bauteile werden exakt vermessen und auf Zehntelmillimeter passgenau gefräst. Wir wollen den Ruderschaft ins Ruder einsetzen und prüfen, ob er passt. Für den Kran sind die 52 Tonnen des Ruderschafts ein Klacks. Alles bereit? Aber der Kran alleine reicht noch nicht. Es braucht drei Mann und einen 2,5 Tonnen schweren Rambock, bis der Schaft richtig sitzt. Jetzt wird geprüft, ob alles stimmt. Die Toleranzen sind vorgegeben. Die Anforderung an die Passgenauigkeit ist hoch. 0,4 mm. Sitzt er tief genug? Sieht gut aus. Also wieder raus damit. Wenn der Ruderschaft felsenfest sitzt, braucht es mehr als nur einen sanften Ruck, bis er sich wieder lockert. Doch trotz Kran und Hydraulikpresse tut sich nichts. Dann hilft nur noch Altbewährtes. Die sitzt fest. Ich verpasse hier eins mit dem Vorschlaghammer. Rohe Gewalt bringt immer was. Starker Tobak für einen alten Mann, aber noch geht's. Der Ruderschaft ist ausgebaut, bekommt eine letzte Bohrung und wird dann endgültig montiert. Ganz in der Nähe macht sich Elton Harris an eine Schweißnaht. Ich arbeite seit fast 7 Jahren hier. Steven-Rohre wie dieses hier schützen den Ruderschaft und die Wellen der Schrauben vor dem Salzwasser. Wir verwenden Kupfernickel. Das bietet guten Schutz vor dem Salzwasser. Zeit zum Futtern. Die Sirene zur Mittagspause ertönt pünktlich um 12. Manche haben eine Suppe mit, andere belegte Brote. Nur Wasser, zu heiß zum Essen.
Hier essen wir. Chefbüro, Kantine, Casino. Glotze, alles da. What's up, Brown? What in the world? How you doing, buddy? Pretty good. Blödsinn zu erzählen und sich gegenseitig hochzunehmen, das gehört einfach dazu. Gestern will ich meine Karre holen, da ist sie weg. Ich suche und suche, nix. Ob meine Frau sie geholt hat? Nee, hätte sie mir doch gesagt. Dann ist die Kiste geklaut. Ich freue mich schon. Besser ein schickes Mietauto. Nee, ist wohl abgeschleppt worden. Mist, 85 Mäuse. Au, Backe. Und heute bezahle ich. Da steht die Karre da. Zahlt ihr mir was von den 85 Mäusen? Wir sollen lehnen? Mancher Schweißer hält sich nur dank vieler Überstunden über Wasser. Scott Stapler sieht das nur ungern. Bei der wöchentlichen Besprechung geht's immer ums Gleiche, Zeit und Geld. Wir haben noch rund 4 Jahre bis zur Fertigstellung, laut Vertrag. Es sind aber erst 30% gebaut. Die Bauzeit ist zur Hälfte vorbei, aber erst 30% des Rumpfes sind fertig. Da bleibt viel zu tun. Von den 40 Millionen Arbeitsstunden haben wir 30% verbraucht. Aber manche haben wir besser genutzt als andere. Wir müssen an Tempo zulegen. Die Arbeit geht also weiter. Und die Stahlrohre von vorhin passen immer noch nicht. Für heute ist es gelaufen. Ich klebe das jetzt zu gegen den Staub. Und aus. Mehr geht nicht. Sowas dauert nun mal. Immer einen Schritt nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ein langer Arbeitstag geht zu Ende. Schichtwechsel. Auch Mike Bonelli hat Feierabend. Alle gehen heim oder machen sich langsam auf den Weg. Man entspannt, geht was trinken, erholt sich für den nächsten Tag. Ich bin da anders. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Besonders, seit wir weit weg Krieg führen müssen. Ich sehe die Linken, die haben wir gebaut. Auch die George Washington aus den Nachrichten. Na klar, die habe ich gebaut. Meistens denkt man nicht groß drüber nach, baut das nächste Schiff. Aber die Nachrichten machen einen stolz. Denn man kann sagen, ja, das ist eines der Schiffe, an denen ich mitgebaut habe. Gutes Gefühl. Inzwischen sind es nur noch 2 Jahre bis zur Schiffstaufe. Der Flugzeugträger nimmt rapide Gestalt an. Im Trockendock reiht sich Block an Block. Aber noch fehlt der letzte Superlift, die sogenannte Insel. Das heißt, die Kommandobrücke als der einzige, dafür turmhohe Decksaufbau. Von hier bis da. Alles meine Verantwortung. Ich heiße Roger Trent, bin seit 11 Jahren hier, 29, Vorarbeiter der Schweißer. 4 lange schweißtreibende Monate haben Trents Männer an diesem Modul gearbeitet. Heute ist Endabnahme. Macht hin, sie kommen um 1. Roger Trent ist nervös und prüft ein letztes Mal die Schweißnähte. Entdecken die Inspekteure Mängel, können sich alle auf zusätzliche Wochen am Schweißbrenner einstellen. Und das in der glühenden Sommerhitze. Die Kontrolleure untersuchen jeden Winkel des Baumoduls peinlich genau. Unebenheiten, Reste von Schweißschlacke, Schweißkrater, all das gibt Ärger. Ich hab's 3-mal geprüft. Mein Boss prüft jetzt nochmal. Und ich könnte nach ihm wieder alles checken und wieder was finden, was er übersehen hat. Nach Stunden akribischer Prüfung haben die Kontrolleure nur wenig zu beanstanden. Alles bestens. Akzeptiert. Wir sind stolz.
Da und dort hapert's, hauptsächlich Kerben und Poren, die unter Schmutz und Rost verdeckt lagen. Was übersehen wurde, beheben wir umgehend. Und dann ab zur letzten Station. Ich fahre nach Hause. Als erstes hole ich meinen kleinen Sohn ab. Dann fahren wir heim. Rüber nach Virginia. Wir kommen an. Als nächstes füttern wir die Hunde. Dann unseren ganzen Tierpark. Und dann spielen wir was, bis seine Mama heimkommt. Trent und sein Team bekommen nur eine kurze Auszeit. Das nächste Werkstück entsteht schon in der Gießerei. Selbst im Winter ist die Hitze gnadenlos. Fast 50 Grad. Und überall riecht es nach Metall. Nur die Hölle ist heißer, sagen sie hier, aber nicht viel. Bill Haug, der Chef der Gießerei, arbeitet schon seit 23 Jahren auf der Werft. Es dauert noch, aber gleich raucht's. Bill Haug überwacht den Guss einer 12 Tonnen schweren Ankerklüse. Es geht um das Teil, durch das die Ankerkette in den Rumpf läuft. Wir reden ja von gewaltigen Ketten. Die Öffnung ist 1,20 Meter breit. Das hören die bis ganz hinten. Wie kommen die Männer hier klar? Die Arbeit in der Gießerei ist gefährlich. Der Stahl bis zu 1600 Grad heiß. 2870 Grad Fahrenheit, 1600 Grad Celsius. Tja, man packt die Gießerei oder nicht. Man mag es oder eben nicht. Das ist echt Stress hier oben. Man muss gut aufpassen. Man will ja niemand verletzen, niemand verbrennen. Ich heiße Richard Connor, gehört zur Gießerei. Es ist eine anspruchsvolle Arbeit. Jeder Tag ist anders als der zuvor. Und immer droht Gefahr. Gefahr und Dreck. Aber ich mag das. Bill Haug, 23 Jahre dabei. Mike Bonelli, 29 Jahre. Richard Connor, 38. Gesichter von Männern, die harte und ehrliche Arbeit lieben. Sie wissen noch, dass auch in harten Zeiten ein Job im Schiffbau einen sicheren Arbeitsplatz bedeutet. Wir kriegen nicht mehr viele Leute mit Berufserfahrung. Ich bin 50, aber die Jüngeren, die kommen einfach nicht. Die kassieren ihr Geld bei Walmart oder beim Kmart oder McDonald's. Es gibt hunderte spezialisierte Jobs hier. Facharbeiter sind allzeit gesucht. Seit 90 Jahren gibt es eine eigene Fachschule für den Nachwuchs. Nimm die Flex und geh sachte drüber. Hier bekommen Maschinenschlosser, Schweißer, Werftmonteure und so weiter praxisnahen Unterricht. Das College ist groß und kann immerhin 6 verschiedene Sportteams aufbieten. 2500 Absolventen arbeiten auf der Werft. Und wenn das Footballteam spielt, ist das Stadion immer voll. Ich heiße Danny und bin 29. Wohne hier in Newport News, Virginia. Und arbeite seit 8 Monaten hier. Ich kenne viele, die mit 19 oder 20 anfingen. Sie heiraten, kriegen Kinder, haben einen sicheren Job, guten Lohn. Manche ja. Ihre Kids studieren. Nachwuchskräfte wie Danny arbeiten und lernen parallel.
Mit einem Kollegen geht Danny ins Trockendock, um Schweißnähte nachzubessern. Es ist ein Wunder. Ich find's irre, dass all dieser Stahl schwimmt. Irre. Es geht aber auch um die Belastbarkeit der Lehrlinge, die bereits nach einer Woche Unterricht zupacken müssen. I'm green, I'm still green. Scott Stabler dreht seine Runde. Kaum zu glauben, dass das da ein Flugzeugträger wird. Heute geht es um den Superlift des Bugs. Diese beiden Bauteile mit je 400 Tonnen Gewicht werden zu einem einzigen Superlift. Beim letzten Mal passte es nicht. Viel hin und her, bis es klappte. Scott Stabler ist skeptisch. Was nicht gleich passt, bleibt oft problematisch. Ein Fehler am Bug würde den Zeitplan über den Haufen werfen und sogar die Taufe gefährden. Dennis King ist Kranführer. Der Weg zu seinem Arbeitsplatz ist nichts für schwache Nerven. Der Lift braucht 3-4 Minuten, 28 Stockwerke. Tolle Aussicht, was? Dennis Kings Arbeitsplatz befindet sich hoch über der Werft. Überblick muss sein. Der Kranführer senkt die Superlifts ins Trockendock. Okay, ich wäre soweit. Was steht an? Der Bug ist dran. Und zwar bald. Der große Portalkran wird Big Blue genannt. Seine Stahlseile sind 20 cm stark. Was sagt der Windmesser? Hi, fellas. Ready on the board, Ed. Alright, down on all three, a little bit more there, Dennis. Alright, hold what you got right there, Dennis. I think we're gonna have trouble with that. Das wird knifflig. Hinten sitzt es fast auf. Hängt noch nach Steuerbord. Die Sonne steht schon tief, aber der Superlift klappt immer noch nicht richtig. Es fehlen 2 Zentimeter. Passt nicht. Sitzt schief. Viel zu schief. Jetzt hilft nur Maßarbeit und Improvisieren. Und das Dutzende von Metern über dem Erdboden auf schmalen Planken. Zunächst versuchen die Männer, die Spitze des Bugs mit Hilfe hydraulischer Pressen und etlicher Tonnen Druck aufzuspreizen. Man, be careful with that ram. Auch Schraubzwingen helfen nicht. Ebenso wenig wie hydraulische Winden, Pressen und Schweißbrenner. Aber passen muss es. Und zwar haargenau, nicht ungefähr. Wieder einmal helfen nur Muskeln und rohe Gewalt. Ein Greifzug und Muskelkraft zwingen die Spitze des Bugs Millimeter um Millimeter nach unten. Sieht gut aus. Selbst die Markierung ist weg. Endlich ist auch dieser Superlift soweit. Doch zum Feiern bleibt keine Zeit. Die Nachtschicht beginnt. Und damit die Arbeit an einer anderen Sektion. Der ganz normale Werftalltag.
Nur einen Steinwurf, dennoch unendlich weit weg vom Lärm des Trockendocks, steht das Verwaltungsgebäude, in dem Scott Stabler das Werftgeschehen dirigiert. Das leitende Personal überwacht die diversen Bereiche der Werft, von der Stromversorgung bis hin zur Buchhaltung. Wir haben eine Sturmwarnung. Wir müssen zusehen, dass wir uns dagegen wappnen. Eines der schlimmsten Unwetter des Jahres steuert direkt auf Newport News zu. Das kann Zeit kosten. Heute ist der Himmel jedoch wolkenlos. Ein schöner Tag, das tut gut. Auch Renee Thomas steht unter Zeitdruck. Das größte Problem wird das Wasser. Es macht das Schweißen unmöglich. Renee Thomas ist zuständig für die Installation der Elektrik und der Lüftung. Und damit für gewaltige Mengen Kabel und Leitungen. Das dort ist die nächste Sektion. Die muss fertig werden. Jetzt kommen die Kabel rein. Dicke Stromkabel, Dutzende von Kilometern. Schauen wir mal hin. Renee Thomas und ihre Assistentin halten Diät. Ihre Pause ist kurz und kalorienarm. Thank you very much. This looks good. Die Wettervorhersage? Wolken. Wann regnet's? Wann's regnet laut Vorhersage? Morgen, und zwar heftig. Das Unwetter kommt schneller als erwartet. Aber zunächst machen alle weiter. Der nächste Superlift ist für morgen anberaumt. Aber da soll's stürmen. Das Wetter wird schlecht. Laut Internet nur Regen und Wind. Habe ich schon gehört. 6 Monate wie jetzt wäre schön, was? Unbedingt. Teils aus Sorge und teils zur Aufmunterung sieht Scott Stabler vor Ort nach dem Stand der Dinge. Danny, wie ist es? Alles bereit. Schweißen und Flexen ist getan. Wir sind bereit. Morgen kommt der Kran, dann ab damit ins Dock. Fertig. Auch die Krancrew bereitet alles vor. Die 20 cm starken Trossen werden alle mehrmals überprüft. Bei schlechtem Wetter darf man nichts dem Zufall überlassen. Alles steht bereit, aber Scott Stabler bleibt skeptisch. Wenn Sturm kommt, geht's nicht. Wenn es nur regnet, ist es egal. Am nächsten Morgen gießt es. Curtis Ely ist der Chef des Blocktransports. Seine Augen dirigieren den Kranführer. Zunächst einmal aber steht er im Regen. Unerwartet klart es auf, also nichts wie los. Okay, jetzt der 900-Tonnen-Portalkran für den Bug. Alle drei Laufkatzen. Es regnet wieder, aber jetzt gibt es kein Zurück. Die Fahrt zum Trockendock ist ein Klacks. Schwierig ist der Einbau. Bei Regen sieht man schlecht. Der Wind lässt die Sektion überdies hin und her pendeln. Ely muss sein Bestes geben. Der Sturm lässt den Superlift trotz 800 Tonnen Gewicht auf- und abwippen wie ein Jojo. Der Kranführer tut, was er kann, aber das Einpassen klappt einfach nicht. Scott Stabler überlegt aufzugeben. Dann ein Geistesblitz. Gabelstapler. Sie bringen den zappelnden Riesen zur Ruhe und in eine stabile Lage.
Die rettende Idee kommt keine Minute zu früh. Der Wind frischt auf, macht weitere Arbeit unmöglich. Die Schweißer können nichts tun. Der Kran muss die gefährliche Fracht in Bereitschaft halten. Was zu tun bleibt, klappt frühestens morgen. Unterm schützenden Dach des Baudocks geht es ohnehin weiter. Sturm und Regen kümmern hier keinen. Arbeit gibt es genug. Aktuell sind die Schraubenwellen dran. Jede Schiffsschraube wiegt mehr als 30 Tonnen. Aber ohne sie kein aussagekräftiger Testlauf. Wir setzen erst einen Flansch drauf. Dann setzen wir eine hydraulische Presse an und geben rund 1400 Kilo Druck drauf. Danach bauen wir die Welle wieder aus und prüfen, ob alles passt oder ob wir nachdrehen müssen. Allmählich wird's. 700 Kilo Druck. Eine Menge Druck zuletzt. Jetzt wieder raus, das Ganze. Die Welle sitzt tadellos. Doch schon ein relativ geringer Druck reicht, sie wieder zu lösen. 1500 Kilo. Eine knifflige Aufgabe für die Konstrukteure. Es klappt oder nicht? Zu locker. Da müssen wir noch mal ran. 1500 Kilogramm reichten. Nicht gut. Wieder eine neue Verzögerung. Der Sturm hat sich mittlerweile gelegt. Scott Stabler will weitermachen, so schnell es nur geht. Es bleiben noch 11 Monate bis zum Aufschwimmen. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir das schaffen. Wir bauen jetzt das Flugdeck fast bis vorne. Dann bleiben bis zum Jahresende noch das Oberteil des Bugs und die Insel. Das Ende des Werftbaus ist in Sicht. Alles rüstet sich für den Endspurt. Und jeder macht Überstunden. Alles muss perfekt klappen. Jede Verzögerung wäre ein Debakel. Alle schieben Überstunden. Alle bringen Opfer. Ich habe Enkel und ein Boot zum Fischen. Aber zurzeit werde ich eben hier gebraucht. Ich mag das ja trotzdem. 7 Tage die Woche. 7 days a week in the shipyard. Jetzt fehlt nur noch ein Teil des Flugdecks. Das Schiff im Rohbau ist ein mächtiger Koloss, der reichlich Arbeit für alle hat. Dieser Block wurde nicht richtig eingepasst, und zwar um knapp 1 Zentimeter. Aber der Kran ist längst wieder im Einsatz. Wieder einmal wurde nicht präzise genug gearbeitet. Da hilft nur zupacken. Millimeter um Millimeter wird der Block zurechtgerückt. Nur mit Muskelkraft. Yeah.
Heute ist ein Traumtag. Um das Flugdeck komplett fertig zu bekommen, fehlt nur noch ein einziger Superlift. Der markant eckige Bug, 860 Tonnen schwer. Kranführer Dave Rushing wartet hoch oben auf seinen Einsatz. Heute kommt der obere Bug dran, ein Riesenteil. Da muss das Wetter mitspielen. Fast 50 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit sind grenzwertig. Eine Gratwanderung. Dave, was sagt der Wind? 45 Kilometer pro Stunde. Ein hunderte von Tonnen schwerer Klotz Stahl wird bei Wind zur tödlichen Gefahr. Bei dem Wind wackeln die Trossen heftig. David Rushing behält den Windmesser fest im Blick. Kaum lässt der Wind für kurze Zeit nach, legt er los. Wir heben das Teil an und schauen mal, ob es klappt. Ich heb's jetzt hoch. Es wackelt. Zu viel Wind. Scott Stabler und sein Team sehen skeptisch zu. Dann brechen sie die Operation ab. Heute wird das nichts mehr. Ist besser so. Als der Wind endlich nachlässt, kommt das Startsignal. Jetzt oder nie. Alright, Dave, let's come up on all three there. Der Kranführer hebt mit den drei Motoren des Krans gut 800 Tonnen vom Boden. Looking good like you're going there, Dave. Looking good. Curtis Ely, genannt Doc, gibt die Signale. Sag mir, wenn die Höhe stimmt, Doc. Dann geht's nach Norden. Roger. Also ab nach Norden. Der Wind spielt mit. Der Superlift wird problemlos eingepasst. Plötzlich drohen 10 cm Stahl, alles zunichte zu machen. Diese Leiter wurde vor Monaten angeschweißt. Und jetzt stört sie das Einpassen des riesigen Bugs. Doch was nicht passt, wird passend gemacht. Der Bug ist eingepasst. Fehlt ein letzter Superlift. Die Kommandozentrale, Insel genannt. Das ist die Insel von CVN 77. Da oben geht die Action ab. Der Captain ist da, die Navigatoren, alles. Paul Craven ist für vieles verantwortlich. Und der große Tag rückt unaufhaltsam näher. Die VIPs haben schon zugesagt. Irgendwelche Probleme? Nein. Die Brücke wird ohne Elektronik und sonstige Ausstattung eingebaut. Es sind auch so reichlich viele Tonnen für den Superlift. Die Zeit bis zur Schiffstaufe wird knapp. Jede Panne würde zum ernsten Problem. René Thomas geht kein Risiko ein. Und schon gar nicht bei den Schiffsschrauben und den Stevenrohren. Hier muss alles auf den Zehntelmillimeter genau passen. Sonst stoppt die Schraube. Diese Arbeiter stehen tief unten im Bauch des Flugzeugträgers. Doch was tun sie da Seltsames, bevor sie in die Stevenrohre steigen? Ein verlorener Knopf, ein verlorener Cent. So etwas wäre hier fatal. Die Inspekteure haben alles gecheckt. Kann losgehen. Alles abgeklebt, auch die Männer? Sobald der Computer die Lasersignale registriert, können wir alles bis auf wenige Tausendstel Millimeter genau justieren. Wenn ihr das nicht sauber hinbekommt, gibt das Riesenstress.
Am Grunde des Trockendocks hört man das Fauchen der Schweißbrenner und das Donnern der Hämmer. An die Wellenbockarme wird letzte Hand gelegt. Plötzlich macht eine simple und spottbillige Schlauchleitung Ärger. Öl tropft aufs Trockendock. Die Schlauchleitung lässt sich austauschen, aber es kostet Zeit. Und die Uhr tickt unerbittlich. Die Schiffsschrauben müssen montiert und justiert sein, bevor das Dock geflutet wird. 30 Decks höher wartet Rick Collier schon seit Wochen auf eine Partie Stahlplatten. Diese Bodenplatten müssen ganz tief runter in den Bauch des Schiffsrumpfs. Sie hätten eigentlich schon längst eingebaut sein müssen, aber die Teile wurden einfach nicht geliefert. Jetzt muss Rick Collier die Platten 7 Decks nach unten bugsieren. Mitten durch ein Gewirr von Laufstegen, auf denen Schweißer und Elektriker arbeiten. Der Monteur nimmt gründlich Maß. Überall steht alles Mögliche im Weg. Fazit, das wird knapp. Bei mir sind's knapp über 3 Meter. Hört sich gut an. Mit den Lampen sind's noch 3 Meter. Wer besser, die Lampen kommen raus. Wir waren unten im Stevenrohr. Der Platz reicht knapp. Aber es müsste eigentlich klappen, wie gedacht. Auch mit der Ankerkette sollte alles klar gehen. Die gute Nachricht, es klappt wie erhofft. Wir können die Platten im Liftschacht drehen. Die schlechte Nachricht, es kostet uns wieder einen Tag, denn alle Behelfsstege müssen raus aus dem Schacht. Außerdem müssen die Elektriker die Lampen ausbauen. Aber wir kriegen's hin. Ich schätze mal übermorgen. Dieses Problem wäre gelöst, genau wie der defekte Schlauch am Stevenrohr der Schiffsschraube. Doch all dieser Kleinkram beißt sich mit dem ohnehin engen Zeitplan. Jetzt fehlt nur noch der letzte Superlift, der mit der Insel. Mike Bonelli und sein Schweißer arbeiten unter Hochdruck. Beim Flugdeck sind die Vorgaben ganz besonders streng. Schön für uns. Als Schweißer trägt man eine große Verantwortung. Jede einzelne Schweißnaht muss stimmen. Davon hängt ja sehr viel ab. Jeder Kampfeinsatz, das Leben der Besatzung. Wir müssen unser Bestes geben, saubere Arbeit leisten. Alles muss sitzen. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Werft und staune immer noch, was wir hier so schaffen. Alle ziehen wir an einem Strang. Und 5, 6 Jahre später ist die Arbeit getan. Mich macht das sehr froh und zufrieden. Gutes Geld, immer Arbeit, außerdem der Stolz, dass man was schafft für sein Land. Heute steht der letzte Superlift auf dem Programm. Diesmal muss alles klappen. Immerhin kommen prominente Zuschauer. Allen voran der Namensgeber, Ex-Präsident Bush, als Ehrengast. Ich begrüße zunächst einmal die Werftarbeiter. Sie haben Erstaunliches geleistet. Ich freue mich schon auf den Oktober, auf die Schiffstaufe. Draußen besprechen sich derweil die Krancrews. Heute muss es laufen wie am Schnürchen. David Rushing, hier spricht George H.W. Bush. Hören Sie mich in Ihrem Kran? Yes, sir, Mr. President.
Danke, dass Sie nichts fallen lassen. David, bring Sie doch mit Ihrer Crew die Insel aufs Flugdeck. Geht in Ordnung. Insel aufs Flugdeck. Dies ist also der letzte Superlift für CVN-77, den letzten Flugzeugträger der sogenannten Nimitz-Klasse. David, bleibt der Wind konstant? Ja, 7 Kilometer die Stunde. Die US Navy plant nämlich bereits die nächste Generation ihrer Flugzeugträger. Noch schneller, schlagkräftiger, moderner. CVN-77 aber wird volle 50 Jahre auf See im Einsatz sein. All right, Dave, let's come to a stop. Wie es ein alter Brauch will, legt Ex-Präsident Bush sein Rangabzeichen als Navy-Pilot unter die Insel. Das soll Glück bringen. Vor 6 Jahren begannen die Arbeiten am Flugzeugträger George H.W. Bush. Bevor er raus auf See geht, fluten wir das Dock. Mal sehen, ob wir richtig gerechnet haben. Nach 4 Jahren, mit Millionen von Arbeitsstunden und Milliarden von Dollar an Kosten, muss die Bush den ersten Praxistest bestehen. Wir vergewissern uns, dass das Trockendock sauber ist und inspizieren den Rumpf. Dann fluten wir. Alles, was nicht ins Dock gehört, muss jetzt raus. Es darf nichts aufschwimmen und am Rumpf kleben bleiben. Da die Zeit drängt, schickt die Navy zur Beobachtung der Flutung bereits die künftigen Schiffsoffiziere. Da drüben sehe ich noch Abfall. Kann sich da rasch wer drum kümmern? Nach dem Großreinemachen stellen sich alle für ein historisches Foto auf. Das voraussichtlich letzte Mal, dass der Flugzeugträger Bush auf dem Trockenen liegt. Haltet euch bereit, wir fluten. Dock räumen, in 5 Minuten gilt's. Rennie Thomas inspiziert aufmerksam die Decks unterhalb der Wasserlinie. Überall im Schiff sind wasserdichte Türen eingebaut. Im Notfall gehen wir zu der hier und schließen sie. Schon sind wir zwischen den Schotts in Sicherheit. Zügig verlassen die Schiffsbauer das Dock. Waren die Berechnungen falsch, fallen 4 Milliarden Dollar buchstäblich ins Wasser. Dann kommt der Befehl zum Fluten. Roger that. Open dock for approximately 5%. Auf Knopfdruck strömen gewaltige Massen Wasser ins Trockendock. Der Schiffsrumpf muss zigtausende Tonnen Druck aushalten. Ich prüfe die Nähte zwischen den Blöcken, stelle sicher, dass es nirgendwo ein Leck gibt. Aber es sieht nicht danach aus. Gute Arbeit. Geschafft. Endlich. Das Trockendock ist bis zum Rand geflutet. Der Flugzeugträger schwimmt. Im Verwaltungsgebäude beruft Scott Stabler eine Besprechung ein. Alle Bereichsleiter sollen hören, dass die Bush zwar schwimmt, aber längst nicht fertig ist. Dieses Schiff ist wohl so weit wie noch kein anderer Flugzeugträger beim Aufschwimmen. Darauf sollten alle stolz sein. Aber wir dürfen jetzt keinesfalls nachlassen. Jeder von euch muss nach wie vor sein Bestes geben. Der Tag der Schiffstaufe beginnt, wie viele andere in Newport News, mit heftigem Regen. Bedauerlich nach 4 Jahren harter Arbeit. Doch trotz des lausigen Wetters kommen tausende Schaulustige und Ehrengäste. Paul Willis, ein Bereichsleiter der Werft, verteilt Regencapes.
Wir haben schwer geschuftet seit der Kiellegung. Und jetzt freuen wir uns auf eine gute Taufe, egal wie das Wetter ist. Einen schreckte das Wetter schon zweimal nicht. George H.W. Bush. Präsident Bush, Ihr Schiff ist da. Ich begrüße den 41. Präsidenten, George H.W. Bush. Wenn ich sage, dass ich mich freue, ist das stark untertrieben. Denn das hier ist der Traum jedes Navy-Fliegers. Als Erste begrüße ich alle Werftarbeiter, die halfen, dass dieses Schiff so wurde, wie es wurde. Ihr Schiffsbauer, seid spitze. Ich begrüße jeden Einzelnen von euch. Ich taufe dich United States Ship George H.W. Bush. Möge Gott die Besatzung segnen. Die Schiffstaufe ist das offizielle Ende der ersten Bauphase. Jetzt heißt es ab ins Ausrüstungsdock. Jeder an Bord, der an Bord sein soll? Wie ein Tourist in New York City winkt sich Scott Stabler ein Taxi herbei. 6 Jahre lang liefen bei ihm alle Fäden zusammen. Jetzt ist es Zeit, CVN 77 Ade zu sagen. In gerade einmal 2 Jahren soll der Flugzeugträger in Dienst gestellt werden. Dann patrouilliert er die Weltmeere, begleitet von Zerstörern und Versorgungsschiffen der US Navy. Heute aber ist der große Tag der Schlepper, die den Koloss aus dem Trockendock in den James River bugsieren. Der Werftbau ist abgeschlossen. Jetzt kommen Radar, Waffentechnik, 2 Atomreaktoren und noch tausende andere Dinge an Bord. Alles, was ein Kriegsschiff des 21. Jahrhunderts braucht. Minenschlosser, Schweißer, Werftmonteure und so weiter, praxisnahen Unterricht. Das College ist groß und kann immerhin 6 verschiedene Sportteams aufbieten. 2500 Absolventen arbeiten auf der Werft. Und wenn das Footballteam spielt, ist das Stadion immer voll. Ich heiße Danny und bin 29. Wohne hier in Newport News, Virginia. Und arbeite seit 8 Monaten hier. Ich kenne viele, die mit 19 oder 20 anfingen. Sie heiraten, kriegen Kinder, haben einen sicheren Job, guten Lohn. Manche ja. Ihre Kids studieren. Nachwuchskräfte wie Danny arbeiten und lernen parallel. Mit einem Kollegen geht Danny ins Trockendock, um Schweißnähte nachzubessern. Es ist ein Wunder. Ich find's irre, dass all dieser Stahl schwimmt. Irre. Es geht aber auch um die Belastbarkeit der Lehrlinge, die bereits nach einer Woche Unterricht zupacken müssen. I'm still green. Scott Stabler dreht seine Runde. Kaum zu glauben, dass das da ein Flugzeugträger wird. Heute geht es um den Superlift des Bugs. Diese beiden Bauteile mit je 400 Tonnen Gewicht werden zu einem einzigen Superlift. Beim letzten Mal passte es nicht. Viel hin und her, bis es klappte.
Scott Stabler ist skeptisch. Was nicht gleich passt, bleibt oft problematisch. Ein Fehler am Bug würde den Zeitplan über den Haufen werfen und sogar die Taufe gefährden. Dennis King ist Kranführer. Der Weg zu seinem Arbeitsplatz ist nichts für schwache Nerven. Der Lift braucht 3-4 Minuten, 28 Stockwerke. Tolle Aussicht, was? Dennis Kings Arbeitsplatz befindet sich hoch über der Werft. Überblick muss sein. Der Kranführer senkt die Superlifts ins Trockendock. Okay, ich wäre soweit. Was steht da? Der Bug ist dran. Und zwar bald. Der große Portalkran wird Big Blue genannt. Seine Stahlseile sind 20 cm stark. Was sagt der Windmesser? Hi, fellas. Ready on the forward end. Alright, down on all three of them over there, Dennis. Alright, hold what you got right there, Dennis. I think we're gonna have trouble with that. Das wird knifflig. Hinten sitzt es fast auf. Hängt noch nach Steuerbord. Die Sonne steht schon tief, aber der Superlift klappt immer noch nicht richtig. Es fehlen 2 Zentimeter. Passt nicht. Sitzt schief. Viel zu schief. Jetzt hilft nur Maßarbeit und Improvisieren. Und das Dutzende von Metern über dem Erdboden auf schmalen Planken. Zunächst versuchen die Männer, die Spitze des Bugs mit Hilfe hydraulischer Pressen und etlicher Tonnen Druck aufzuspreizen. Man, be careful with that ramp. Auch Schraubzwingen helfen nicht. Ebenso wenig wie hydraulische Winden, Pressen und Schweißbrenner. Aber passen muss es. Und zwar haargenau, nicht ungefähr. Wieder einmal helfen nur Muskeln und rohe Gewalt. I'd rather be pulling. Yes, he's coming. Ein Greifzug und Muskelkraft zwingen die Spitze des Bugs Millimeter um Millimeter nach unten. I think we got it about where I'm Sieht gut it. Aus. Selbst die Markierung ist weg. Endlich ist auch dieser Superlift soweit. Doch zum Feiern bleibt keine Zeit. Die Nachtschicht beginnt. Und damit die Arbeit an einer anderen Sektion. Der ganz normale Werftalltag. Nur einen Steinwurf, dennoch unendlich weit weg vom Lärm des Trockendocks, steht das Verwaltungsgebäude, in dem Scott Stabler das Werftgeschehen dirigiert. Alright. Das leitende Personal überwacht die diversen Bereiche der Werft, von der Stromversorgung bis hin zur Buchhaltung. Okay. We've got an eye on. Wir haben eine Sturmwarnung. Wir müssen zusehen, dass wir uns dagegen wappnen. Eines der schlimmsten Unwetter des Jahres steuert direkt auf Newport News zu. Das kann Zeit kosten. Heute ist der Himmel jedoch wolkenlos. Ein schöner Tag, das tut gut. Auch Renee Thomas steht unter Zeitdruck.
Das größte Problem wird das Wasser. Es macht das Schweißen unmöglich. René Thomas ist zuständig für die Installation der Elektrik und der Lüftung und damit für gewaltige Mengen Kabel und Leitungen. Das dort ist die nächste Sektion. Die muss fertig werden. Jetzt kommen die Kabel rein, dicke Stromkabel, Dutzende von Kilometern. Schauen wir mal hin. René Thomas und ihre Assistentin halten Diät. Ihre Pause ist kurz und kalorienarm. Thank you very much. This looks good. Die Wettervorhersage? Wolken. Wann regnet's? Wann es regnet laut Vorhersage? Morgen, und zwar heftig. Das Unwetter kommt schneller als erwartet. Aber zunächst machen alle weiter. Der nächste Superlift ist für morgen anberaumt. Aber da soll's stürmen. Das Wetter wird schlecht. Laut Internet nur Regen und Wind. Habe ich schon gehört. 6 Monate wie jetzt wäre schön, was? Unbedingt. Teils aus Sorge und teils zur Aufmunterung sieht Scott Stabler vor Ort nach dem Stand der Dinge. Danny, wie ist es? Alles bereit. Schweißen und Flexen ist getan. Wir sind bereit. Morgen kommt der Kran, dann ab damit ins Dock, fertig. Auch die Krancrew bereitet alles vor. Die 20 cm starken Trossen werden alle mehrmals überprüft. Bei schlechtem Wetter darf man nichts dem Zufall überlassen. Alles steht bereit, aber Scott Stabler bleibt skeptisch. Wenn Sturm kommt, geht's nicht. Wenn es nur regnet, ist es egal. Am nächsten Morgen gießt es. Curtis Ely ist der Chef des Blocktransports. Seine Augen dirigieren den Kranführer. Zunächst einmal aber steht er im Regen. Unerwartet klart es auf, also nichts wie los. Okay, jetzt der 900 Tonnen Portalkran für den Bug. Alle drei Laufkatzen. Es regnet wieder, aber jetzt gibt es kein Zurück. Good on your height there, David. You can hold your height right there at the top. Die Fahrt zum Trockendock ist ein Klacks. Schwierig ist der Einbau. Bei Regen sieht man schlecht. Der Wind lässt die Sektion überdies hin und her pendeln. Ely muss sein Bestes geben. Der Sturm lässt den Superlift trotz 800 Tonnen Gewicht auf- und abwippen wie ein Jojo. Der Kranführer tut, was er kann, aber das Einpassen klappt einfach nicht. Scott Stabler überlegt aufzugeben. Dann ein Geistesblitz. Gabelstapler. Sie bringen den zappelnden Riesen zur Ruhe und in eine stabile Lage. Die rettende Idee kommt keine Minute zu früh. Der Wind frischt auf, macht weitere Arbeit unmöglich. Die Schweißer können nichts tun. Der Kran muss die gefährliche Fracht in Bereitschaft halten. Was zu tun bleibt, klappt frühestens morgen. Unterm schützenden Dach des Baudocks geht es ohnehin weiter. Sturm und Regen kümmern hier keinen. Arbeit gibt es genug. Aktuell sind die Schraubenwellen dran. You look pretty straight, but I think you still got to roll a little bit. You still got to roll it some too.
Jede Schiffsschraube wiegt mehr als 30 Tonnen. Aber ohne sie kein aussagekräftiger Testlauf. Wir setzen erst einen Flansch drauf. Dann setzen wir eine hydraulische Presse an und geben rund 1400 Kilo Druck drauf. Danach bauen wir die Welle wieder aus und prüfen, ob alles passt oder ob wir nachdrehen müssen. Allmählich wird's. 700 Kilo Druck. Eine Menge Druck zuletzt. Jetzt wieder raus, das Ganze. Die Welle sitzt tadellos. Doch schon ein relativ geringer Druck reicht, sie wieder zu lösen. 1500 Kilo. Eine knifflige Aufgabe für die Konstrukteure. Es klappt oder nicht? Zu locker. Da müssen wir noch mal ran. 1500 Kilogramm reichten. Nicht gut. Wieder eine neue Verzögerung. Der Sturm hat sich mittlerweile gelegt. Scott Stabler will weitermachen, so schnell es nur geht. Es bleiben noch 11 Monate bis zum Aufschwimmen. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir das schaffen. Wir bauen jetzt das Flugdeck fast bis vorne. Dann bleiben bis zum Jahresende noch das Oberteil des Bugs und die Insel. Das Ende des Werftbaus ist in Sicht. Alles rüstet sich für den Endspurt. Und jeder macht Überstunden. Alles muss perfekt klappen. Jede Verzögerung wäre ein Debakel. Alle schieben Überstunden. Alle bringen Opfer. Ich habe Enkel und ein Boot zum Fischen. Aber zurzeit werde ich eben hier gebraucht. Ich mag das ja trotzdem. 7 Tage die Woche. Jetzt fehlt nur noch ein Teil des Flugdecks. Das Schiff im Rohbau ist ein mächtiger Koloss, der reichlich Arbeit für alle hat. Dieser Block wurde nicht richtig eingepasst, und zwar um knapp 1 Zentimeter. Aber der Kran ist längst wieder im Einsatz. Wieder einmal wurde nicht präzise genug gearbeitet. Da hilft nur zupacken. Millimeter um Millimeter wird der Block zurechtgerückt. Nur mit Muskelkraft. Heute ist ein Traumtag. Um das Flugdeck komplett fertig zu bekommen, fehlt nur noch ein einziger Superlift. Der markant eckige Bug, 860 Tonnen schwer. Kranführer Dave Rushing wartet hoch oben auf seinen Einsatz. Heute kommt der obere Bug dran. Ein Riesenteil. Da muss das Wetter mitspielen. Fast 50 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit sind grenzwertig. Eine Gratwanderung. Dave, was sagt der Wind?
45 Kilometer pro Stunde. Ein hunderte von Tonnen schwerer Klotz Stahl wird bei Wind zur tödlichen Gefahr. Bei dem Wind wackeln die Trossen heftig. David Rushing behält den Windmesser fest im Blick. Kaum lässt der Wind für kurze Zeit nach, legt er los. Wir heben das Teil an und schauen mal, ob es klappt. Ich heb's jetzt hoch. Es wackelt. Zu viel Wind. Scott Stabler und sein Team sehen skeptisch zu. Dann brechen sie die Operation ab. Heute wird das nichts mehr. Ist besser so. Als der Wind endlich nachlässt, kommt das Startsignal. Jetzt oder nie. Alright, Dave, let's come up on all three there. Der Kranführer hebt mit den drei Motoren des Krans gut 800 Tonnen vom Boden. Looking good like you're going there, Dave. Looking good. Curtis Ely, genannt Doc, gibt die Signale. Sag mir, wenn die Höhe stimmt, Doc. Dann geht's nach Norden. Roger. Also ab nach Norden. Der Wind spielt mit. Der Superlift wird problemlos eingepasst. Plötzlich drohen 10 cm Stahl, alles zunichte zu machen. Diese Leiter wurde vor Monaten angeschweißt. Und jetzt stört sie das Einpassen des riesigen Bugs. Doch was nicht passt, wird passend gemacht. Der Bug ist eingepasst. Fehlt ein letzter Superlift. Die Kommandozentrale, Insel genannt. Das ist die Insel von CVN 77. Da oben geht die Action ab. Der Captain ist da, die Navigatoren, alles. Paul Craven ist für vieles verantwortlich. Und der große Tag rückt unaufhaltsam näher. Die VIPs haben schon zugesagt. Irgendwelche Probleme? Nein. Die Brücke wird ohne Elektronik und sonstige Ausstattung eingebaut. Es sind auch so reichlich viele Tonnen für den Superlift. Die Zeit bis zur Schiffstaufe wird knapp. Jede Panne würde zum ernsten Problem. René Thomas geht kein Risiko ein. Und schon gar nicht bei den Schiffsschrauben und den Stevenrohren. Hier muss alles auf den Zehntel Millimeter genau passen, sonst stoppt die Schraube. Diese Arbeiter stehen tief unten im Bauch des Flugzeugträgers. Doch was tun sie da Seltsames, bevor sie in die Stevenrohre steigen? Ein verlorener Knopf, ein verlorener Cent. So etwas wäre hier fatal. Die Inspekteure haben alles gecheckt. Kann losgehen. Alles abgeklebt? Auch die Männer? Sobald der Computer die Lasersignale registriert, können wir alles bis auf wenige Tausendstel Millimeter genau justieren. Wenn ihr das nicht sauber hinbekommt, gibt das Riesenstress. Am Grunde des Trockendocks hört man das Fauchen der Schweißbrenner und das Donnern der Hämmer. An die Wellenbockarme wird letzte Hand gelegt. Plötzlich macht eine simple und spottbillige Schlauchleitung Ärger. Öl tropft aufs Trockendock. Die Schlauchleitung lässt sich austauschen, aber es kostet Zeit. Und die Uhr tickt unerbittlich. Die Schiffsschrauben müssen montiert und justiert sein, bevor das Dock geflutet wird. 30 Decks höher wartet Rick Collier schon seit Wochen auf eine Partie Stahlplatten.
Diese Bodenplatten müssen ganz tief runter in den Bauch des Schiffsrumpfs. Sie hätten eigentlich schon längst eingebaut sein müssen, aber die Teile wurden einfach nicht geliefert. Jetzt muss Rick Collier die Platten 7 Decks nach unten bugsieren, mitten durch ein Gewirr von Laufstegen, auf denen Schweißer und Elektriker arbeiten. Der Monteur nimmt gründlich Maß. Überall steht alles Mögliche im Weg. Fazit, das wird knapp. Bei mir sind's knapp über 3 Meter. Hört sich gut an. Mit den Lampen sind's noch 3 Meter. Wer besser, die Lampen kommen raus. Wir waren unten im Stevenrohr. Der Platz reicht knapp. Aber es müsste eigentlich klappen, wie gedacht. Auch mit der Ankerkette sollte alles klar gehen. Die gute Nachricht, es klappt wie erhofft. Wir können die Platten im Liftschacht drehen. Die schlechte Nachricht, es kostet uns wieder einen Tag, denn alle Behelfsstege müssen raus aus dem Schacht. Außerdem müssen die Elektriker die Lampen ausbauen. Aber wir kriegen's hin. Ich schätze mal übermorgen. Dieses Problem wäre gelöst, genau wie der defekte Schlauch am Stevenrohr der Schiffsschraube. Doch all dieser Kleinkram beißt sich mit dem ohnehin engen Zeitplan. Jetzt fehlt nur noch der letzte Superlift, der mit der Insel. Mike Bonelli und sein Schweißer arbeiten unter Hochdruck. Beim Flugdeck sind die Vorgaben ganz besonders streng. Schön für uns. Als Schweißer trägt man eine große Verantwortung. Jede einzelne Schweißnaht muss stimmen. Davon hängt ja sehr viel ab. Jeder Kampfeinsatz, das Leben der Besatzung. Wir müssen unser Bestes geben, saubere Arbeit leisten. Alles muss sitzen. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Werft und staune immer noch, was wir hier so schaffen. Alle ziehen wir an einem Strang. Und 5, 6 Jahre später ist die Arbeit getan. Mich macht das sehr froh und zufrieden. Gutes Geld, immer Arbeit, außerdem der Stolz, dass man was schafft für sein Land. Heute steht der letzte Superlift auf dem Programm. Diesmal muss alles klappen. Immerhin kommen prominente Zuschauer. Allen voran der Namensgeber, Ex-Präsident Bush, als Ehrengast. Ich begrüße zunächst einmal die Werftarbeiter. Sie haben Erstaunliches geleistet. Ich freue mich schon auf den Oktober, auf die Schiffstaufe. Draußen besprechen sich derweil die Krancrews. Heute muss es laufen wie am Schnürchen. David Rushing, hier spricht George H.W. Bush. Hören Sie mich in Ihrem Kran? Danke, dass Sie nichts fallen lassen. David, bringen Sie doch mit Ihrer Crew die Insel aufs Flugdeck. Geht in Ordnung. Insel aufs Flugdeck. Dies ist also der letzte Superlift für CVN-77, den letzten Flugzeugträger der sogenannten Nimitz-Klasse. David, bleibt der Wind konstant? Ja, 7 Kilometer die Stunde.
Die US Navy plant nämlich bereits die nächste Generation ihrer Flugzeugträger. Noch schneller, schlagkräftiger, moderner. CVN 77 aber wird volle 50 Jahre auf sie im Einsatz sein. All right, Dave, let's come to a stop. Wie es ein alter Brauch will, legt Ex-Präsident Bush sein Rangabzeichen als Navy-Pilot unter die Insel. Das soll Glück bringen. Vor 6 Jahren begannen die Arbeiten am Flugzeugträger George H.W. Bush. Bevor er raus auf See geht, fluten wir das Dock. Mal sehen, ob wir richtig gerechnet haben. Nach 4 Jahren, mit Millionen von Arbeitsstunden und Milliarden von Dollar an Kosten, muss die Bush den ersten Praxistest bestehen. Wir vergewissern uns, dass das Trockendock sauber ist und inspizieren den Rumpf. Dann fluten wir. Alles, was nicht ins Dock gehört, muss jetzt raus. Es darf nichts aufschwimmen und am Rumpf kleben bleiben. Da die Zeit drängt, schickt die Navy zur Beobachtung der Flutung bereits die künftigen Schiffsoffiziere. Da drüben sehe ich noch Abfall. Kann sich da rasch wer drum kümmern? Nach dem Großreinemachen stellen sich alle für ein historisches Foto auf. Das voraussichtlich letzte Mal, dass der Flugzeugträger Bush auf dem Trockenen liegt. Haltet euch bereit, wir fluten. Dock räumen, in 5 Minuten gilt's. Rennie Thomas inspiziert aufmerksam die Decks unterhalb der Wasserlinie. Zeit zum Futtern. Die Sirene zur Mittagspause ertönt pünktlich um 12. Manche haben eine Suppe mit, andere belegte Brote. Nur Wasser, zu heiß zum Essen. Hier essen wir. Chefbüro, Kantine, Casino. Glotze, alles da. Blödsinn zu erzählen und sich gegenseitig hochzunehmen, das gehört einfach dazu. Gestern will ich meine Karre holen, da ist sie weg. Ich suche und suche, nix. Ob meine Frau sie geholt hat? Nee, hätte sie mir doch gesagt. Dann ist die Kiste geklaut. Ich freue mich schon. Besser ein schickes Mietauto. Nee, ist wohl abgeschleppt worden. Mist, 85 Mäuse, au Backe. Und heute bezahle ich, da steht die Karre da. Zahlt ihr mir was von den 85 Mäusen? Wir sollen lönen? Mancher Schweißer hält sich nur dank vieler Überstunden über Wasser. Scott Stapler sieht das nur ungern. Bei der wöchentlichen Besprechung geht's immer ums Gleiche, Zeit und Geld. Wir haben noch rund 4 Jahre bis zur Fertigstellung, laut Vertrag. Es sind aber erst 30% gebaut. Die Bauzeit ist zur Hälfte vorbei, aber erst 30% des Rumpfes sind fertig. Da bleibt viel zu tun. Von den 40 Millionen Arbeitsstunden haben wir 30% verbraucht. Aber manche haben wir besser genutzt als andere. Wir müssen an Tempo zulegen. Die Arbeit geht also weiter. Und die Stahlrohre von vorhin passen immer noch nicht. Für heute ist es gelaufen. Ich klebe das jetzt zu gegen den Staub. Und aus. Mehr geht nicht. Sowas dauert nun mal. Immer einen Schritt nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ein langer Arbeitstag geht zu Ende. Schichtwechsel. Auch Mike Bonelli hat Feierabend.
Alle gehen heim oder machen sich langsam auf den Weg. Man entspannt, geht was trinken, erholt sich für den nächsten Tag. Ich bin da anders. Ich bin stolz auf meine Arbeit, besonders seit wir weit weg Krieg führen müssen. Ich sehe die Linken, die haben wir gebaut. Auch die George Washington aus den Nachrichten. Na klar, die habe ich gebaut. Meistens denkt man nicht groß drüber nach, baut das nächste Schiff. Aber die Nachrichten machen einen stolz. Denn man kann sagen, ja, das ist eines der Schiffe, an denen ich mitgebaut habe. Gutes Gefühl. Inzwischen sind es nur noch 2 Jahre bis zur Schiffstaufe. Der Flugzeugträger nimmt rapide Gestalt an. Im Trockendock reiht sich Block an Block. Aber noch fehlt der letzte Superlift, die sogenannte Insel. Das heißt, die Kommandobrücke als der einzige, dafür turmhohe Decksaufbau. Von hier bis da. Alles meine Verantwortung. Ich heiße Roger Trent, bin seit 11 Jahren hier, 29, Vorarbeiter der Schweißer. 4 lange schweißtreibende Monate haben Trents Männer an diesem Modul gearbeitet. Heute ist Endabnahme. Macht hin, sie kommen um 1. Roger Trent ist nervös und prüft ein letztes Mal die Schweißnähte. Entdecken die Inspekteure Mängel, können sich alle auf zusätzliche Wochen am Schweißbrenner einstellen. Und das in der glühenden Sommerhitze. Die Kontrolleure untersuchen jeden Winkel des Baumoduls peinlich genau. Unebenheiten, Reste von Schweißschlacke, Schweißkrater, all das gibt Ärger. Ich hab's 3-mal geprüft. Mein Boss prüft jetzt nochmal. Und ich könnte nach ihm wieder alles checken und wieder was finden, was er übersehen hat. Nach Stunden akribischer Prüfung haben die Kontrolleure nur wenig zu beanstanden. Alles bestens. Akzeptiert. Wir sind stolz. Da und dort hapert's. Hauptsächlich Kerben und Poren, die unter Schmutz und Rost verdeckt lagen. Was übersehen wurde, beheben wir umgehend. Und dann ab zur letzten Station. Ich fahre nach Hause. Als erstes hole ich meinen kleinen Sohn ab. Dann fahren wir heim. Rüber nach Virginia. Waverly, Virginia. We're gonna get out there. Wir kommen an. Als nächstes füttern wir die Hunde. Dann unseren ganzen Tierpark. Und dann spielen wir was, bis seine Mama heimkommt. Trent und sein Team bekommen nur eine kurze Auszeit. Das nächste Werkstück entsteht schon in der Gießerei. Selbst im Winter ist die Hitze gnadenlos. Fast 50 Grad. Und überall riecht es nach Metall. Nur die Hölle ist heißer, sagen sie hier. Aber nicht viel. Bill Haug, der Chef der Gießerei, arbeitet schon seit 23 Jahren auf der Werft. Es dauert noch, aber gleich raucht's. Bill Haug überwacht den Guss einer 12 Tonnen schweren Ankerklüse. Es geht um das Teil, durch das die Ankerkette in den Rumpf läuft. Wir reden ja von gewaltigen Ketten. Die Öffnung ist 1,20 Meter breit. Das hören die bis ganz hinten. Wie kommen die Männer hier klar? Die Arbeit in der Gießerei ist gefährlich. Der Stahl bis zu 1600 Grad heiß. 2870 Grad Fahrenheit, 1600 Grad Celsius. Tja, man packt die Gießerei oder nicht.
Man mag es oder eben nicht. Das ist echt Stress hier oben. Man muss gut aufpassen. Man will ja niemand verletzen, niemand verbrennen. Ich heiße Richard Connor, gehört zur Gießerei. Es ist eine anspruchsvolle Arbeit. Jeder Tag ist anders als der zuvor. Und immer droht Gefahr. Gefahr und Dreck. Aber ich mag das. Bill Houck, 23 Jahre dabei. Mike Bonelli, 29 Jahre. Richard Connor, 38. Gesichter von Männern, die harte und ehrliche Arbeit lieben. Sie wissen noch, dass auch in harten Zeiten ein Job im Schiffbau einen sicheren Arbeitsplatz bedeutet. Wir kriegen nicht mehr viele Leute mit Berufserfahrung. Ich bin 50, aber die Jüngeren, die kommen einfach nicht. Die kassieren ihr Geld bei Walmart oder beim Kmart oder McDonald's. Es gibt hunderte spezialisierte Jobs hier. Facharbeiter sind allzeit gesucht. Seit 90 Jahren gibt es eine eigene Fachschule für den Nachwuchs. Nimm die Flex und geh sachte drüber. Hier bekommen Maschinen. Fünf lange Jahre werden in dieser Werft Hochbetrieb und Chaos herrschen. Tausende Männer und Frauen bauen in Virginia im Hafen von Newport News den neuesten Flugzeugträger der US Navy. Das Baukürzel lautet CVN 77. Der volle Name USS George H.W. Bush. Safety, safety, tag that staging! Alles muss im Eiltempo klappen, denn der Tag der Schiffstaufe steht längst fest. Ich find's spitze. Gutes Geld, gute Arbeit und Stolz. Wir schaffen was für unser Land. Ob Schweißer, Kranführer oder Monteur, alle packen an, damit nach dem Werftbau die zweite Bauphase starten kann. Hier die Waffensysteme. Gearbeitet wird bei jedem Wetter. Wir sind eine Fabrik. Einen Moment nicht aufgepasst? Im Nu droht ein Arbeitsunfall und schon klemmt der Zeitplan. Es steht viel auf dem Spiel. Die Navy wartet bereits auf den Flugzeugträger. Der Zeitplan ist äußerst eng. Ein Herbstmorgen, halb sechs und bitterkalt. Die Frühschicht geht an die Arbeit. Die Temperaturen liegen deutlich unter Null. Wer im Freien arbeitet, schützt sich vor der Kälte so gut er kann. Wir schuften im Freien, echte Knochenarbeit. Leicht ist es nicht. Im Trockendock ahnt man allenfalls, welch ungeheure Kriegsmaschine hier Zug um Zug entsteht. Und zwar an 7 Tagen die Woche. Das heißt, an 365 Tagen im Jahr. Die Werft macht keine Pause. Ich muss da rein. Also schweiße ich mir ein Loch. Mike Bonelli ist Schweißer. Auf der Werft gibt es zwei Sorten Schweißer. Solche wie ich machen alles Mögliche, andere immer nur Nähte. Es braucht beide. Wenn alles drin fertig ist, wird das Loch wieder zugeschweißt. Das übernimmt dann aber ein anderer Schweißer. Rund ums Trockendock erstrecken sich Hallen und Baudocks. Hier entstehen aus Stahlplatten, Rohren und Schotten die Baublöcke des Flugzeugträgers.
Dank der Krananlagen der Werft können wir das Schiff in einzelnen Modulen bauen. Scott Stabler, der Leiter des Projekts, sieht täglich vor Ort nach dem Rechten. Bis Schichtende will ich das im Detail hören. Bei Northrop Grumman können immer Dutzende Sektionen zeitgleich gebaut und als fertiges Bauteil ins Trockendock transportiert werden. Jedes Modul ist so groß wie ein Fertighaus. Wir wären gern schon weiter, gemessen daran, wie viel Stahl wir zu verbauen haben. Aber wir müssen das mit den Zulieferungen koordinieren. Unser Arbeitstempo richtet sich danach, wann wir das Material bekommen. Man kann alles ganz schnell zusammenbauen. Dann dreht man Däumchen und nutzt die Kapazitäten nicht. Womit beginnt der Bau eines 4 Milliarden Dollar teuren Flugzeugträgers? Die US Navy lädt zu einer großen Feier. Meine Damen und Herren, begrüßen wir den Präsidenten George Herbert Walker Bush. Im Rahmen einer schlichten Feier in der Werft schreibt Ex-Präsident Bush seine Initialen auf eine Plakette, die am Kiel des Flugzeugträgers befestigt wird. Bis er Medora Bush Cock, der Patin, zur Schiffstaufe anreist, wird es Jahre dauern. Damit ist die Kiellegung dieses Flugzeugträgers ordnungsgemäß erfolgt. Minuten darauf wird das erste Baumodul ins Trockendock gesenkt. Die 160 Bauteile heißen Superlifts. Sie sind etliche Decks hoch und wiegen bis zu 900 Tonnen. Wir bauen zuerst die Superlifts. So macht man das heute. Man will viel vorgefertigt haben, bevor es ins Dock kommt. Der Rohbau und begonnene Ausbau dieser Rumpfmodule beschleunigen die Fertigstellung um Jahre, bergen aber viele Fehlerquellen. Denn je mehr Menschen an so einem Riesenteil arbeiten, desto sorgfältiger muss alles geprüft werden. Diese Lüftungseinheit wird per Kran zu einem Superlift gebracht, der am Tag darauf ins Trockendock muss. Hey, Croft! Croft! At the top of this pipe, you gotta go aft a lot. Nicht einfach, das Eckige durchs Runde zu bekommen. Aber das Rohr muss passen. Jede Neuanfertigung kostet Zeit. Und Zeit hat man nicht. Down, pull it. Right on, bro. Pull down. Come down, Joe. Meistens klappt's nicht auf Anhieb, manchmal schon. Muss man ausprobieren. Sieht man erst dann. Ist wie bei einem Handschuh, erstmal reinschlüpfen. Zeit ist Geld und mehr als das. Tausende von Werftarbeitern arbeiten nach einem exakt abgestimmten Zeitplan. Und jede Verzögerung zieht eine zweite und dritte und vierte nach sich. Im riesigen Baudock mit den Werkzeugmaschinen herrscht Dauerstress. Draußen ist es kalt, hier drinnen heiß und höllisch laut. Aber tausende Bauteile werden exakt vermessen und auf Zehntelmillimeter passgenau gefräst. Wir wollen den Ruderschaft ins Ruder einsetzen und prüfen, ob er passt. Für den Kran sind die 52 Tonnen des Ruderschafts ein Klacks. Alles bereit? Aber der Kran alleine reicht noch nicht. Es braucht drei Mann und einen 2,5 Tonnen schweren Rambock, bis der Schaft richtig sitzt. Jetzt wird geprüft, ob alles stimmt. Die Toleranzen sind vorgegeben. Die Anforderung an die Passgenauigkeit ist hoch. 0,4 mm. Sitzt er tief genug? Sieht gut aus. Also wieder raus damit.
Wenn der Ruderschaft felsenfest sitzt, braucht es mehr als nur einen sanften Ruck, bis er sich wieder lockert. Doch trotz Kran und Hydraulikpresse tut sich nichts. Dann hilft nur noch Altbewährtes. Die sitzt fest. Ich verpasse hier eins mit dem Vorschlaghammer. Rohe Gewalt bringt immer was. Starker Tobak für einen alten Mann. Aber noch geht's. Der Ruderschaft ist ausgebaut, bekommt eine letzte Bohrung und wird dann endgültig montiert. Ganz in der Nähe macht sich Elton Harris an eine Schweißnaht. Ich arbeite seit fast 7 Jahren hier. Stevenrohre wie dieses hier schützen den Ruderschaft und die Wellen der Schrauben vor dem Salzwasser. Wir verwenden Kupfernickel. Das bietet guten Schutz vor dem Salzwasser. Heute kommt der obere Bug dran. Ein Riesenteil. Da muss das Wetter mitspielen. Fast 50 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit sind grenzwertig. Eine Gratwanderung. Dave, was sagt der Wind? 45 Kilometer pro Stunde. Ein hunderte von Tonnen schwerer Klotz Stahl wird bei Wind zur tödlichen Gefahr. Bei dem Wind wackeln die Trossen heftig. David Rushing behält den Windmesser fest im Blick. Kaum lässt der Wind für kurze Zeit nach, legt er los. Wir heben das Teil an und schauen mal, ob's klappt. Ich heb's jetzt hoch. Es wackelt. Zu viel Wind. Scott Stabler und sein Team sehen skeptisch zu. Dann brechen sie die Operation ab. Heute wird das nichts mehr. Ist besser so. Als der Wind endlich nachlässt, kommt das Startsignal. Jetzt oder nie. Der Kranführer hebt mit den 3 Motoren des Krans gut 800 Tonnen vom Boden. Curtis Ely, genannt Doc, gibt die Signale. Sag mir, wenn die Höhe stimmt, Doc. Dann geht's nach Norden. Roger. Also ab nach Norden. Der Wind spielt mit. Der Superlift wird problemlos eingepasst. Plötzlich drohen 10 cm Stahl, alles zunichte zu machen. Diese Leiter wurde vor Monaten angeschweißt. Und jetzt stört sie das Einpassen des riesigen Bugs. Doch was nicht passt, wird passend gemacht. Der Bug ist eingepasst. Fehlt ein letzter Superlift. Die Kommandozentrale, Insel genannt. Das ist die Insel von CVN 77. Da oben geht die Action ab. Der Captain ist da, die Navigatoren, alles. Paul Craven ist für vieles verantwortlich. Und der große Tag rückt unaufhaltsam näher. Die VIPs haben schon zugesagt. Irgendwelche Probleme? Nein. Die Brücke wird ohne Elektronik und sonstige Ausstattung eingebaut. Es sind auch so reichlich viele Tonnen für den Superlift. Die Zeit bis zur Schiffstaufe wird knapp. Jede Panne würde zum ernsten Problem. René Thomas geht kein Risiko ein. Und schon gar nicht bei den Schiffsschrauben und den Stevenrohren.
Hier muss alles auf den Zehntelmillimeter genau passen, sonst stoppt die Schraube. Diese Arbeiter stehen tief unten im Bauch des Flugzeugträgers. Doch was tun sie da Seltsames, bevor sie in die Stevenrohre steigen? Ein verlorener Knopf, ein verlorener Cent. So etwas wäre hier fatal. Die Inspekteure haben alles gecheckt. Kann losgehen. Alles abgeklebt, auch die Männer? Sobald der Computer die Lasersignale registriert, können wir alles bis auf wenige Tausendstel Millimeter genau justieren. Wenn ihr das nicht sauber hinbekommt, gibt das Riesenstress. Am Grunde des Trockendocks hört man das Fauchen der Schweißbrenner und das Donnern der Hämmer. An die Wellenbockarme wird letzte Hand gelegt. Plötzlich macht eine simple und spottbillige Schlauchleitung Ärger. Öl tropft aufs Trockendock. Die Schlauchleitung lässt sich austauschen, aber es kostet Zeit. Und die Uhr tickt unerbittlich. Die Schiffsschrauben müssen montiert und justiert sein, bevor das Dock geflutet wird. 30 Decks höher wartet Rick Collier schon seit Wochen auf eine Partie Stahlplatten. Diese Bodenplatten müssen ganz tief runter in den Bauch des Schiffsrumpfs. Sie hätten eigentlich schon längst eingebaut sein müssen, aber die Teile wurden einfach nicht geliefert. Jetzt muss Rick Collier die Platten 7 Decks nach unten bugsieren, mitten durch ein Gewirr von Laufstegen, auf denen Schweißer und Elektriker arbeiten. Der Monteur nimmt gründlich Maß. Überall steht alles Mögliche im Weg. Fazit, das wird knapp. Bei mir sind es knapp über 3 Meter. Hört sich gut an. Mit den Lampen sind es noch 3 Meter. Wer besser, die Lampen kommen raus. Wir waren unten im Stevenrohr. Der Platz reicht knapp. Aber es müsste eigentlich klappen, wie gedacht. Auch mit der Ankerkette sollte alles klar gehen. Die gute Nachricht, es klappt wie erhofft. Wir können die Platten im Liftschacht drehen. Die schlechte Nachricht, es kostet uns wieder einen Tag, denn alle Behelfsstege müssen raus aus dem Schacht. Außerdem müssen die Elektriker die Lampen ausbauen. Aber wir kriegen's hin. Ich schätze mal, übermorgen. Dieses Problem wäre gelöst, genau wie der defekte Schlauch am Stevenrohr der Schiffsschraube. Doch all dieser Kleinkram beißt sich mit dem ohnehin engen Zeitplan. Jetzt fehlt nur noch der letzte Superlift, der mit der Insel. Mike Bonelli und sein Schweißer arbeiten unter Hochdruck. Beim Flugdeck sind die Vorgaben ganz besonders streng. Schön für uns. Als Schweißer trägt man eine große Verantwortung. Jede einzelne Schweißnaht muss stimmen. Davon hängt ja sehr viel ab. Jeder Kampfeinsatz, das Leben der Besatzung. Wir müssen unser Bestes geben, saubere Arbeit leisten. Alles muss sitzen. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Werft und staune immer noch, was wir hier so schaffen. Alle ziehen wir an einem Strang. Und 5, 6 Jahre später ist die Arbeit getan. Mich macht das sehr froh und zufrieden. Gutes Geld, immer Arbeit, außerdem der Stolz, dass man was schafft für sein Land. Heute steht der letzte Superlift auf dem Programm. Diesmal muss alles klappen. Immerhin kommen prominente Zuschauer.
Allen voran der Namensgeber, Ex-Präsident Bush, als Ehrengast. Starker Tobak für einen alten Mann, aber noch geht's. Der Ruderschaft ist ausgebaut, bekommt eine letzte Bohrung und wird dann endgültig montiert. Ganz in der Nähe macht sich Alton Harris an eine Schweißnaht. Ich arbeite seit fast 7 Jahren hier. Stevenrohre wie dieses hier schützen den Ruderschaft und die Wellen der Schrauben vor dem Salzwasser. Wir verwenden Kupfernickel. Das bietet guten Schutz vor dem Salzwasser. Zeit zum Futtern. Die Sirene zur Mittagspause ertönt pünktlich um 12. Manche haben eine Suppe mit, andere belegte Brote. Nur Wasser, zu heiß zum Essen. Hier essen wir. Chefbüro, Kantine, Casino. Glotze, alles da. Blödsinn zu erzählen und sich gegenseitig hochzunehmen, das gehört einfach dazu. Gestern will ich meine Karre holen, da ist sie weg. Ich suche und suche, nix. I'm looking. Ob meine Frau sie geholt hat? Nee, hätte sie mir doch gesagt. Dann ist die Kiste geklaut. Ich freue mich schon. Besser ein schickes Mietauto. Nee, ist wohl abgeschleppt worden. Mist, 85 Mäuse. Au, Backe. Und heute bezahle ich. Da steht die Karre da. Zahlt ihr mir was von den 85 Mäusen? Wir sollen lehnen. Mancher Schweißer hält sich nur dank vieler Überstunden über Wasser. Scott Stapler sieht das nur ungern. Bei der wöchentlichen Besprechung geht's immer ums Gleiche, Zeit und Geld. Wir haben noch rund 4 Jahre bis zur Fertigstellung, laut Vertrag. Es sind aber erst 30% gebaut. Die Bauzeit ist zur Hälfte vorbei, aber erst 30% des Rumpfes sind fertig. Da bleibt viel zu tun. Von den 40 Millionen Arbeitsstunden haben wir 30% verbraucht. Aber manche haben wir besser genutzt als andere. Wir müssen an Tempo zulegen. Die Arbeit geht also weiter. Und die Stahlrohre von vorhin passen immer noch nicht. Für heute ist es gelaufen. Ich klebe das jetzt zu gegen den Staub und aus. Mehr geht nicht. Sowas dauert nun mal. Immer einen Schritt nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ein langer Arbeitstag geht zu Ende. Schichtwechsel. Auch Mike Bonelli hat Feierabend. Alle gehen heim oder machen sich langsam auf den Weg. Man entspannt, geht was trinken, erholt sich für den nächsten Tag. Ich bin da anders. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Besonders, seit wir weit weg Krieg führen müssen. Ich sehe die Lincoln, die haben wir gebaut. Auch die George Washington aus den Nachrichten. Na klar, die habe ich gebaut. Meistens denkt man nicht groß drüber nach, baut das nächste Schiff. Aber die Nachrichten machen einen stolz. Denn man kann sagen, ja, das ist eines der Schiffe, an denen ich mitgebaut habe. Gutes Gefühl. Inzwischen sind es nur noch 2 Jahre bis zur Schiffstaufe. Der Flugzeugträger nimmt rapide Gestalt an. Im Trockendock reiht sich Block an Block. Aber noch fehlt der letzte Superlift, die sogenannte Insel. Das heißt, die Kommandobrücke,
als der einzige, dafür turmhohe Decksaufbau. Von hier bis da. Alles meine Verantwortung. Ich heiße Roger Trent, bin seit 11 Jahren hier, 29, Vorarbeiter der Schweißer. 4 lange schweißtreibende Monate haben Trents Männer an diesem Modul gearbeitet. Heute ist Endabnahme. Macht hin, sie kommen um 1. Roger Trent ist nervös und prüft ein letztes Mal die Schweißnähte. Entdecken die Inspekteure Mängel, können sich alle auf zusätzliche Wochen am Schweißbrenner einstellen. Und das in der glühenden Sommerhitze. Die Kontrolleure untersuchen jeden Winkel des Baumoduls peinlich genau. Unebenheiten, Reste von Schweißschlacke, Schweißkrater, all das gibt Ärger. Ich hab's 3-mal geprüft. Mein Boss prüft jetzt nochmal. Und ich könnte nach ihm wieder alles checken und wieder was finden, was er übersehen hat. Nach Stunden akribischer Prüfung haben die Kontrolleure nur wenig zu beanstanden. Alles bestens. Akzeptiert. Wir sind stolz. Da und dort hapert's. Hauptsächlich Kerben und Poren, die unter Schmutz und Rost verdeckt lagen. Was übersehen wurde, beheben wir umgehend. Und dann ab zur letzten Station. Ich fahre nach Hause. Als erstes hole ich meinen kleinen Sohn ab. Dann fahren wir heim. Rüber nach Virginia. Waverly, Virginia. And we're gonna get out there. Wir kommen an. Als nächstes füttern wir die Hunde. Dann unseren ganzen Tierpark. Und dann spielen wir was, bis seine Mama heimkommt. Trent und sein Team bekommen nur eine kurze Auszeit. Das nächste Werkstück entsteht schon in der Gießerei. Selbst im Winter ist die Hitze gnadenlos. Fast 50 Grad. Und überall riecht es nach Metall. Nur die Hölle ist heißer, sagen sie hier. Aber nicht viel. Bill Haug, der Chef der Gießerei, arbeitet schon seit 23 Jahren auf der Werft. Es dauert noch, aber gleich raucht's. Bill Haug überwacht den Guss einer 12 Tonnen schweren Ankerklüse. Es geht um das Teil, durch das die Ankerkette in den Rumpf läuft. Wir reden ja von gewaltigen Ketten. Die Öffnung ist 1,20 Meter breit. Das hören die bis ganz hinten. Wie kommen die Männer hier klar? Die Arbeit in der Gießerei ist gefährlich. Der Stahl bis zu 1600 Grad heiß. 2870 Grad Fahrenheit, 1600 Grad Celsius. Tja, man packt die Gießerei oder nicht. Man mag es oder eben nicht. Das ist echt Stress hier oben. Man muss gut aufpassen. Man will ja niemanden verletzen, niemanden verbrennen. Ich heiße Richard Connor, gehört zur Gießerei. This looks good. Die Wettervorhersage? Wolken. Wann regnet's? Wann's regnet laut Vorhersage? Morgen. Und zwar heftig. Das Unwetter kommt schneller als erwartet. Aber zunächst machen alle weiter. Der nächste Superlift ist für morgen anberaumt. Aber da soll's stürmen. Das Wetter wird schlecht. Laut Internet nur Regen und Wind. Habe ich schon gehört. 6 Monate wie jetzt wäre schön, was? Unbedingt. Teils aus Sorge und teils zur Aufmunterung sieht Scott Stabler vor Ort nach dem Stand der Dinge.
Danny, wie ist es? Alles bereit. Schweißen und Flexen ist getan. Wir sind bereit. Morgen kommt der Kran. Dann ab damit ins Stock. Fertig. Auch die Krancrew bereitet alles vor. Die 20 cm starken Trossen werden alle mehrmals überprüft. Bei schlechtem Wetter darf man nichts dem Zufall überlassen. Alles steht bereit, aber Scott Stabler bleibt skeptisch. Wenn Sturm kommt, geht's nicht. Wenn es nur regnet, ist es egal. Am nächsten Morgen gießt es. Curtis Ely ist der Chef des Blocktransports. Seine Augen dirigieren den Kranführer. Zunächst einmal aber steht er im Regen. Unerwartet klart es auf, also nichts wie los. Okay, jetzt der 900 Tonnen Portalkran für den Bug. Alle drei Laufkatzen. Es regnet wieder, aber jetzt gibt es kein Zurück. Die Fahrt zum Trockendock ist ein Klacks. Schwierig ist der Einbau. Bei Regen sieht man schlecht. Der Wind lässt die Sektion überdies hin und her pendeln. Ely muss sein Bestes geben. Der Sturm lässt den Superlift trotz 800 Tonnen Gewicht auf- und abwippen wie ein Jojo. Der Kranführer tut, was er kann, aber das Einpassen klappt einfach nicht. Scott Stabler überlegt, aufzugeben. Dann ein Geistesblitz. Gabelstapler. Sie bringen den zappelnden Riesen zur Ruhe und in eine stabile Lage. Die rettende Idee kommt keine Minute zu früh. Der Wind frischt auf, macht weitere Arbeit unmöglich. Die Schweißer können nichts tun. Der Kran muss die gefährliche Fracht in Bereitschaft halten. Was zu tun bleibt, klappt frühestens morgen. Unterm schützenden Dach des Baudocks geht es ohnehin weiter. Sturm und Regen kümmern hier keinen. Arbeit gibt es genug. Aktuell sind die Schraubenwellen dran. Jede Schiffsschraube wiegt mehr als 30 Tonnen. Aber ohne sie kein aussagekräftiger Testlauf. Wir setzen erst einen Flansch drauf. Dann setzen wir eine hydraulische Presse an und geben rund 1400 Kilo Druck drauf. Danach bauen wir die Welle wieder aus und prüfen, ob alles passt oder ob wir nachdrehen müssen. Allmählich wird's. 700 Kilo Druck. Eine Menge Druck zuletzt. Jetzt wieder raus, das Ganze. Die Welle sitzt tadellos. Doch schon ein relativ geringer Druck reicht, sie wieder zu lösen.
1500 Kilo. Eine knifflige Aufgabe für die Konstrukteure. Es klappt oder nicht? Zu locker. Da müssen wir nochmal ran. 1500 Kilogramm reichten. Nicht gut. Wieder eine neue Verzögerung. Der Sturm hat sich mittlerweile gelegt. Scott Stabler will weitermachen, so schnell es nur geht. Es bleiben noch 11 Monate bis zum Aufschwimmen. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir das schaffen. Wir bauen jetzt das Flugdeck fast bis vorne. Dann bleiben bis zum Jahresende noch das Oberteil des Bugs und die Insel. Das Ende des Werftbaus ist in Sicht. Alles rüstet sich für den Endspurt. Und jeder macht Überstunden. Alles muss perfekt klappen. Jede Verzögerung wäre ein Debakel. Alle schieben Überstunden. Alle bringen Opfer. Ich habe Enkel und ein Boot zum Fischen. Aber zurzeit werde ich eben hier gebraucht. Ich mag das ja trotzdem. 7 Tage die Woche. Jetzt fehlt nur noch ein Teil des Flugdecks. Das Schiff im Rohbau ist ein mächtiger Koloss, der reichlich Arbeit für alle hat. Dieser Block wurde nicht richtig eingepasst, und zwar um knapp 1 Zentimeter. Aber der Kran ist längst wieder im Einsatz. Wieder einmal wurde nicht präzise genug gearbeitet. Da hilft nur zupacken. Millimeter um Millimeter wird der Block zurechtgerückt. Nur mit Muskelkraft. Heute ist ein Traumtag. Um das Flugdeck komplett fertig zu bekommen, fehlt nur noch ein einziger Superlift. Der markant eckige Bug, 860 Tonnen schwer. Kranführer Dave Rushing wartet hoch oben auf seinen Einsatz. Fünf lange Jahre werden in dieser Werft Hochbetrieb und Chaos herrschen. Tausende Männer und Frauen bauen in Virginia im Hafen von Newport News den neuesten Flugzeugträger der US Navy. Das Baukürzel lautet CVN 77, der volle Name USS George H.W. Bush. Safety! Safety! Tag that staging! Alles muss im Eiltempo klappen, denn der Tag der Schiffstaufe steht längst fest. Ich find's spitze. Gutes Geld, gute Arbeit. Und stolz. Wir schaffen was für unser Land. Ob Schweißer, Kranführer oder Monteur, alle packen an, damit nach dem Werftbau die zweite Bauphase starten kann. Hier die Waffensysteme. Gearbeitet wird bei jedem Wetter. Wir sind eine Fabrik. Einen Moment nicht aufgepasst? Im Nu droht ein Arbeitsunfall und schon klemmt der Zeitplan. Es steht viel auf dem Spiel. Die Navy wartet bereits auf den Flugzeugträger. Der Zeitplan ist äußerst eng. Ein Herbstmorgen, 5:30 und bitterkalt. Die Frühschicht geht an die Arbeit.
Die Temperaturen liegen deutlich unter Null. Wer im Freien arbeitet, schützt sich vor der Kälte so gut er kann. Wir schuften im Freien. Echte Knochenarbeit. Leicht ist es nicht. Im Trockendock ahnt man allenfalls, welch ungeheure Kriegsmaschine hier Zug um Zug entsteht. Und zwar an 7 Tagen die Woche. Das heißt, an 365 Tagen im Jahr. Die Werft macht keine Pause. Ich muss da rein. Also schweiße ich mir ein Loch. Mike Bonelli ist Schweißer. Auf der Werft gibt es 2 Sorten Schweißer. Solche wie ich machen alles Mögliche. Andere immer nur Nähte. Es braucht beide. Wenn alles drin fertig ist, wird das Loch wieder zugeschweißt. Das übernimmt dann aber ein anderer Schweißer. Rund ums Trockendock erstrecken sich Hallen und Baudocks. Hier entstehen aus Stahlplatten, Rohren und Schotten die Baublöcke des Flugzeugträgers. Dank der Krananlagen der Werft können wir das Schiff in einzelnen Modulen bauen. Scott Stabler, der Leiter des Projekts, sieht täglich vor Ort nach dem Rechten. Bis Schichtende will ich das im Detail hören. Bei Northrop Grumman können immer Dutzende Sektionen zeitgleich gebaut und als fertiges Bauteil ins Trockendock transportiert werden. Jedes Modul ist so groß wie ein Fertighaus. Wir wären gern schon weiter, gemessen daran, wie viel Stahl wir zu verbauen haben. Aber wir müssen das mit den Zulieferungen koordinieren. Unser Arbeitstempo richtet sich danach, wann wir das Material bekommen. Man kann alles ganz schnell zusammenbauen. Dann dreht man Däumchen und nutzt die Kapazitäten nicht. Womit beginnt der Bau eines 4 Milliarden Dollar teuren Flugzeugträgers? Die US Navy lädt zu einer großen Feier. Meine Damen und Herren, begrüßen wir den Präsidenten George Herbert Walker Bush. Im Rahmen einer schlichten Feier in der Werft schreibt Ex-Präsident Bush seine Initialen auf eine Plakette, die am Kiel des Flugzeugträgers befestigt wird. Bis er Medora Bush Cock, der Patin, zur Schiffstaufe anreist, wird es Jahre dauern. Damit ist die Kiellegung dieses Flugzeugträgers ordnungsgemäß erfolgt. Minuten darauf wird das erste Baumodul ins Trockendock gesenkt. Die 160 Bauteile heißen Superlifts. Sie sind etliche Decks hoch und wiegen bis zu 900 Tonnen. Wir bauen zuerst die Superlifts. So macht man das heute. Man will viel vorgefertigt haben, bevor es ins Dock kommt. Der Rohbau und begonnener Ausbau dieser Rumpfmodule beschleunigen die Fertigstellung um Jahre, bergen aber viele Fehlerquellen. Denn je mehr Menschen an so einem Riesenteil arbeiten, desto sorgfältiger muss alles geprüft werden. Diese Lüftungseinheit wird per Kran zu einem Superlift gebracht, der am Tag darauf ins Trockendock muss. Hey, Croft! At the top of this pipe, you gotta go aft a lot. Nicht einfach, das Eckige durchs Runde zu bekommen. Aber das Rohr muss passen. Jede Neuanfertigung kostet Zeit. Und Zeit hat man nicht. Down, pull it. Pull it. Right on, bro. Come down, Joe. Most of the time it doesn't work. Meistens klappt's nicht auf Anhieb. Manchmal schon. Muss man ausprobieren. Sieht man erst dann. Ist wie bei einem Handschuh. Erstmal reinschlüpfen. Zeit ist Geld. Und mehr als das. Tausende von Werftarbeitern arbeiten nach einem exakt abgestimmten Zeitplan. Und jede Verzögerung zieht eine zweite und dritte und vierte nach sich. Im riesigen Baudock mit den Werkzeugmaschinen herrscht Dauerstress.
Draußen ist es kalt, hier drinnen heiß und höllisch laut. Aber tausende Bauteile werden exakt vermessen und auf Zehntelmillimeter passgenau gefräst. Wir wollen den Ruderschaft ins Ruder einsetzen und prüfen, ob er passt. Für den Kran sind die 52 Tonnen des Ruderschafts ein Klacks. Alles bereit? Aber der Kran alleine reicht noch nicht. Es braucht drei Mann und einen 2,5 Tonnen schweren Rambock, bis der Schaft richtig sitzt. Jetzt wird geprüft, ob alles stimmt. Die Toleranzen sind vorgegeben. Die Anforderung an die Passgenauigkeit ist hoch. 0,4 mm. Sitzt er tief genug? Sieht gut aus. Also wieder raus damit. Wenn der Ruderschaft felsenfest sitzt, braucht es mehr als nur einen sanften Ruck, bis er sich wieder lockert. Doch trotz Kran und Hydraulikpresse tut sich nichts. Dann hilft nur noch Altbewährtes. Die sitzt fest. Ich verpasse hier eins mit dem Vorschlaghammer. Rohe Gewalt bringt immer was. Es ist eine anspruchsvolle Arbeit. Jeder Tag ist anders als der zuvor. Und immer droht Gefahr. Gefahr und Dreck. Aber ich mag das. Bill Haug, 23 Jahre dabei. Mike Bonelli, 29 Jahre. Richard Connor, 38. Gesichter von Männern, die harte und ehrliche Arbeit lieben. Sie wissen noch, dass auch in harten Zeiten ein Job im Schiffbau einen sicheren Arbeitsplatz bedeutet. Wir kriegen nicht mehr viele Leute mit Berufserfahrung. Ich bin 50, aber die Jüngeren, die kommen einfach nicht. Die kassieren ihr Geld bei Walmart oder beim Kmart oder McDonald's. Es gibt hunderte spezialisierte Jobs hier. Facharbeiter sind allzeit gesucht. Seit 90 Jahren gibt es eine eigene Fachschule für den Nachwuchs. Nimm die Flex und geh sachte drüber. Hier bekommen Maschinenschlosser, Schweißer, Werftmonteure und so weiter praxisnahen Unterricht. Das College ist groß und kann immerhin 6 verschiedene Sportteams aufbieten. 2500 Absolventen arbeiten auf der Werft. Und wenn das Footballteam spielt, ist das Stadion immer voll. Ich heiße Danny und bin 29. Wohne hier in Newport News, Virginia. Und arbeite seit 8 Monaten hier. Ich kenne viele, die mit 19 oder 20 anfingen. Sie heiraten, kriegen Kinder, haben einen sicheren Job, guten Lohn. Manche ja. Ihre Kids studieren. Nachwuchskräfte wie Danny arbeiten und lernen parallel. Mit einem Kollegen geht Danny ins Trockendock, um Schweißnähte nachzubessern. Es ist ein Wunder. Ich find's irre, dass all dieser Stahl schwimmt. Irre. Es geht aber auch um die Belastbarkeit der Lehrlinge, die bereits nach einer Woche Unterricht zupacken müssen. Scott Stabler dreht seine Runde. Kaum zu glauben, dass das da ein Flugzeugträger wird. Heute geht es um den Superlift des Bugs.
Diese beiden Bauteile mit je 400 Tonnen Gewicht werden zu einem einzigen Superlift. Beim letzten Mal passte es nicht. Viel hin und her, bis es klappte. Scott Stabler ist skeptisch. Was nicht gleich passt, bleibt oft problematisch. Ein Fehler am Bug würde den Zeitplan über den Haufen werfen und sogar die Taufe gefährden. Dennis King ist Kranführer. Der Weg zu seinem Arbeitsplatz ist nichts für schwache Nerven. Der Lift braucht 3-4 Minuten, 28 Stockwerke. Tolle Aussicht, was? Dennis Kings Arbeitsplatz befindet sich hoch über der Werft. Überblick muss sein. Der Kranführer senkt die Superlifts ins Trockendock. Okay, ich wäre soweit. Was steht da? Der Bug ist dran. Und zwar bald. Der große Portalkran wird Big Blue genannt. Seine Stahlseile sind 20 cm stark. Alright, coming down on all three horse. You got some swaying going on, don't you? Was sagt der Windmesser? Hi, fellas. Ready on the board, Ed. All right, down on all three of them before there, Dennis. All right, hold what you got right there, Dennis. I think we're gonna have trouble with that. Das wird knifflig. Hinten sitzt es fast auf. Hängt noch nach Steuerbord. Die Sonne steht schon tief, aber der Superlift klappt immer noch nicht richtig. Es fehlen 2 Zentimeter. Passt nicht. Sitzt schief. Viel zu schief. Jetzt hilft nur Maßarbeit und Improvisieren. Und das Dutzende von Metern über dem Erdboden, auf schmalen Planken. Zunächst versuchen die Männer, die Spitze des Bugs mit Hilfe hydraulischer Pressen und etlicher Tonnen Druck aufzuspreizen. Man, be careful with that ram. Auch Schraubzwingen helfen nicht. Ebenso wenig wie hydraulische Winden, Pressen und Schweißbrenner. Aber passen muss es. Und zwar haargenau, nicht ungefähr. Wieder einmal helfen nur Muskeln und rohe Gewalt. I'd rather be pulling. Yes, he's coming. Ein Greifzug und Muskelkraft zwingen die Spitze des Bugs Millimeter um Millimeter nach unten. Sieht gut aus. Selbst die Markierung ist weg. Endlich ist auch dieser Superlift soweit. Doch zum Feiern bleibt keine Zeit. Die Nachtschicht beginnt. Und damit die Arbeit an einer anderen Sektion. Der ganz normale Werftalltag. Nur einen Steinwurf, dennoch unendlich weit weg vom Lärm des Trockendocks, steht das Verwaltungsgebäude, in dem Scott Stabler das Werftgeschehen dirigiert. Das leitende Personal überwacht die diversen Bereiche der Werft, von der Stromversorgung bis hin zur Buchhaltung. Wir haben eine Sturmwarnung. Wir müssen zusehen, dass wir uns dagegen wappnen. Eines der schlimmsten Unwetter des Jahres steuert direkt auf Newport News zu. Das kann Zeit kosten. Heute ist der Himmel jedoch wolkenlos.
Ein schöner Tag, das tut gut. Auch Renee Thomas steht unter Zeitdruck. Das größte Problem wird das Wasser. Es macht das Schweißen unmöglich. Renee Thomas ist zuständig für die Installation der Elektrik und der Lüftung und damit für gewaltige Mengen Kabel und Leitungen. Das dort ist die nächste Sektion. Die muss fertig werden. Jetzt kommen die Kabel rein, dicke Stromkabel, Dutzende von Kilometern. Schauen wir mal hin. Renee Thomas und ihre Assistentin halten Diät. Ihre Pause ist kurz und kalorienarm. Thank you very much. Not a problem.